Also wie gesagt, das hier ist jetzt nichts Besonderes. Wie eben. Lol, hier ist ein Wumper. Helf mir, Wookie, helf mir. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront auf NCSend Research. Einer Map. Ja. Ich sag mal, eine Map, die sehr viel zu bieten hat. Also, diese Map hat einen Jagdmodus, ziemlich viele Flaggen erobern, Modus, so Flagge halten, je nachdem. Eins und zwei, glaube ich, sowas. Geil. Die Kristalle leuchten, ja, das sieht mega geil aus. Wie wir gerade unter der Erde sind, voll geil. Die Map hat irgendwie was. Die ist mega geil. Das ist endlich mal eine Map, wo man mal den Himmel nicht unbedingt erblicken muss. Wir sind in irgendwo unter der Erde, in so einem Tunnelsystem oder sowas, ne? Ja, und ich habe irgendwie gesehen, dass die Map irgendwie noch Raumkampf oder sowas haben soll. Das schauen wir mal, oder was genau das jetzt darstellen sollte oder war. Schauen wir einfach mal. Das ist so ein unterirdischer Tempel oder sowas, ne? So ein ganz verzwicktes Tunnelsystem mit so leuchtenden Kristallen. Also, das Licht deren Kristalle finde ich ja mal mega geil. Die schimmern so schön grün. Ja, also die Map finde ich schon mal sehr geil, weil ist was komplett anderes. Das meine ich jetzt auch wirklich mal komplett anders als die anderen Maps. Einfach aus dem Grund, dass wir schon unter der Erde sind, dass wir so gesehen, ja, keinen Himmel über uns haben. Dass es auch so ganz verwinkelt ist und sowas, das mag ich ja. Das finde ich ja cool. Es sind auch Türen, die aufgehen und so. Und so kleine Räume mit so Kommandoposten. Das finde ich ja geil, wie wir uns so langsam, so nach und nach durch und nach vorn arbeiten müssen. Das ist echt spitze, das ist echt cool. Mal schauen, was da jetzt noch auf uns zukommt, wie die Einrichtung jetzt immer so genauer aussieht. Das würde mich jetzt immer gerne interessieren. Bin ich ein bisschen zu voreilig gewesen, aber das würde ich gerne mal wissen, wie die ganzen Kommandoposten an sich aussehen. Geh mal jetzt hier lang, da ist auch nochmal ein Weg. Genau. Hier geht's nochmal nach oben. Lol, hier ist ein Wumper. Was? Alter, wie geil. Also damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass hier irgendwo ein Wumper rumlungert und dass wir auch noch gegen einen Wumper kämpfen müssen. Wir einfach mal Leben gegeben. Ich wollte dir nicht nochmal Leben geben, aber sammle ruhig mal ein, du Idiot. So, kann weitergehen. Let's go, mein Friend. Lass uns hier durchstürmen. Dann bitte mit das Leben, Dankeschön. Ja, werde ich schneller Schrot finde, wa? Gib mir das Lebenspäckchen. Ach man, nur wieso kam ich da jetzt nicht dran? Das ist ärgerlich. So, ich gehe jetzt mal von hier aus. Das ist also unser Startpunkt. Ich renne mal jetzt nach geradeaus, da war ich ja noch gar nicht. Irgendwie hat das was so ein bisschen Jedi-Tempel-like, ne? So ein bisschen auch irgendwie, ja, wie ob wir jetzt hier in Afrika sind, bei den Pyramiden oder so. Ich finde, das hat auch irgendwie was. So unter der Erde, so ein geheimer Stützpunkt. Das ist geil. Das ist mega geil. Ne, man muss ja auch mal zwingend durch die ganzen Tunnelräume gehen und so und sowas Verwinkeltes finde ich ja, wie gesagt, sogar teilweise manchmal besser als so offene Welten.
Ja, weil man hat hier nicht viele Möglichkeiten, sage ich jetzt einfach mal. Das ist auch meiner Meinung nach eigentlich ganz gut, überall hinaus abzuhauen. Die Gegner müssen dann dementsprechend, ja, die haben nur so einen kleinen Radius, wo sie sich rumbewegen können. Das heißt, können nicht abhauen. Man hat immer Gegner. Und das Gute ist auch, dass die Kommandoposten nicht so einfach zu erobern sind. Und irgendwie ist es auch, finde ich, episch so. Also, ich finde... Alter, was ist das für ein geiler Raum da drüben? Ich finde, das ist auch, ja, meiner Meinung nach, viel epischer, wenn man in so einem System mit seinen Leuten ist. Tunnelsystem oder sowas, oder so ein Stützpunkt unter der Erde. Okay, hier kann man nach draußen schauen. Die Details der Map, die in den einzelnen Räumen sind, die sind einfach mega gut geworden. Das ist unglaublich, Leute. Das ist wirklich unglaublich. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier hin. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen nach unten. LOL. Der Raum ist ja geil. Also ich glaube, das ist jetzt somit mein Favorite Map. Ja, also mein Favorite Raum, nicht Map. Aber das könnte auch wirklich einer meiner Lieblingsmaps werden. Also ich denke mal, die Map könnte locker mit der italienischen Naboo Fake Map mithalten, die wir ja auch mal hatten. Ich kann mir den Namen nicht merken, soll ich den Namen aussprechen? Irgendwas mit Rare, irgendwie mit der Rare Map, die wir ja da auch hatten, meine Lieblingsmap im Moment. Aber jetzt, wo ich die Map, so die verwinkelte und der so ein Tunnel-Map. Ich fand ja bei Jedi Academy, ich weiß nicht, ob euch da auch dran erinnern könnt, da gab es auch so eine Mission so in so einem Jedi-Tempel, der war auch so unter der Erde. Das erinnert mich richtig stark hier dran und ich finde, die haben das noch nicht mal schlecht hinbekommen. Ich finde, das haben die sogar, also die Map, die haben sogar richtig, richtig gut hinbekommen. Jeder Tunnelweg, jeder Kommandoposten unterscheidet sich von den anderen. Jeder Raum sieht anders aus. Jeder Raum ist einzigartig, okay. Die haben da rechts wieder alles erobert, dann gehe ich da nochmal hin. Yoda kommt zur Verstärkung. Zack, da bin ich schon. Keine Sorge, das mit den Kristallen ist aber auch mega geil, oder? Also hier hat man eher mehr was von der von so einer Mine. Finde ich. Und da oben, ja, von einem Tempel. LOL, hier ist ein Vampir wieder. Der hat mich eiskalt gekillt. Ich glaube sogar, das ist deren Sith. Also das ist, ich glaube, der Vampir gehört zu denen mit dazu. Aber das ist eine richtig coole Idee. Der Vampir ist auch so braun gewesen. Weiß hätte überhaupt gar nicht reingepasst, aber braun so wie so ein Monster, wie so ein Bär. Passt er auf jeden Fall hier rein. Da kriegt man sogar so ein bisschen Gänsehaut, so ein bisschen Angst, wenn man den sieht. Und das Geile hier an der Map ist halt einfach, ne, erstmals gibt's das nochmal mit Jagd. Und, ja. Irgendwie mit ganz vielen anderen Spielmodi gab's das nochmal. Also mit, eigentlich mit jedem Spielmodi gibt's die Map. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe alle herausgesucht. Wir sind gleich, genau, Eroberung durch. Jetzt kommt nochmal eine Eroberung, dann nochmal mit Imperium und Rebellen. So, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. LOL. Was war das gerade für ein Geräusch? Der Drache, der ist... Dieses Monster... ich weiß, soll das versteinert sein? Oder soll... Ich glaube, das ist versteinert und hier war mal so eine Höhle, so eine Wasserhöhle. Boah, die Wand ist auch geil. Und hier hat das, glaube ich, mal so gelebt oder so. Und da, so eine Seeschlange und ist hier rundherum geschwommen. Alter, wer brüllt hier die ganze Zeit so? Wer macht hier so ekelhafte Geräusche? Ja, Rebellen gegen Imperium zeige ich euch auch mal ganz kurz. Und dann zeige ich euch nochmal die anderen Spielmodi eben. Also wie gesagt, das hier ist jetzt nichts Besonderes. Wie eben...
Lol, hier ist ein Wampa. Helf mir, Wookie, helf mir. Vor dem Wampa habe ich immer so ein bisschen Angst. Alter, der macht diese Map aber auch noch irgendwie gruseliger, finde ich. Also sowas, ne, was so ein Wampa alles... Was ein Wampa alles ausmachen kann, das ist echt unglaublich. Feuert auf ihn, feuert auf den Wampa. Macht den kalt. Alter, hält der viel aus. Heftig. Boah, hast du richtig Angst, ey, wenn du den begegnest, Leute. Alter Verwalter. Ich mag die Map. Die ist so düster, so dunkel, die Stimmung passt total. Ich feier die Map einfach nur. Ich feier die Map echt einfach nur. Alles, was es jetzt bis jetzt begehrt. Das ist echt ein schönes Tunnelsystem. Ja, Leute, gut, dann würde ich mal sagen, das ist erstmal Rebellen mit Imperium und ich wechsle einfach mal rüber und dann gucken wir mal, was wir noch Schönes an Modi haben. Okay, Leute, jetzt kommt nochmal was Geiles auf euch zu. Wir haben jetzt einmal nochmal, genau, Heroes gegen Relance, also gibt's auch nicht oft. Ich glaube, das gab's bei Battlefront, da gab's nur eine Map von, wo Helden gegen Schurken gekämpft haben. Ja, das ist jetzt, wie man es kennt, ganz normal. Aber man hat extrem viele, die man auswählen kann, ne? Ich habe jetzt einfach mal die Lieben genommen. Und das funktioniert ja sogar mal. So, wem nehme ich denn mal? Ich würde mal sagen, ich nehme mal Luke Skywalker. Gab es den eigentlich beim Original auch? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es den gab. Ich glaube ja sogar mal nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Ganze mal, wie man es kennt, Helden gegen Schurken. Nur halt auf der Map. Und aber dass es halt auf der Map gibt, finde ich wiederum eigentlich ganz cool. Das könnte man ruhig mal bei öfteren bei mehr Maps einführen. Und deswegen, da krieg ich die Map auf jeden Fall schon mal auch Pluspunkte von mir. Weil das macht nicht jede Map und das finde ich dann umso cooler. Alter, krieg ich gleich schon ein Lichtschwert ab. Nicht mit mir, hier. Nicht mit mir. Und der Vasecrafter ruft mich einfach mal an. Das machen die jetzt, um mich zu ärgern. Ich kenne die Nibiru und Micha. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. LOL! In dem Raum war ich auch noch nicht drin. Hier sind einfach mal Beine über. Alter, das ist ja... Das ist ja ein halber Wald hier drin. So eine unterirdische Plantage. Ah, wie geil. Alter, immer für Überraschungen offen. Ih, und die sind so Madeneier. So Larven oder sowas sind da. Okay, hier war ich noch nicht, ne? In diesem Abteil. Ah, passt auf, das Kondoku. Der blitzt euch zu Tode. So, tot ist er. Ja, das wollte ich euch auch mal zeigen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt gehabt. Helden gegen Schurken. Das, also der Spielmodi heißt, glaube ich, Angriff, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ey. Nicht mit mir hier. Und da kämpfen halt, den fand ich damals bei Battlefront für PlayStation auch schon ganz cool, wo ich den herausgefunden habe. Das alles erstmal mit meinem Bruder. Also wir sind abgegangen, weil wir wollten schon immer mal bei Battlefront, Jedis gegen Sith kämpfen und wo wir das dann gesehen haben, das ist halt einfach ein ganz normaler Kampf gegen die ganzen Jedis und Sith, die es hier gibt. Ja, auch der Imperator vertreten. Ich glaube, dann gab es Luke auch, glaube ich. Ich glaube, dann gab es Luke auch. Ich habe mir aber ganz gut gerade geschlagen, ne? Muss man ja schon lassen. Oh, ich könnte das den ganzen Tag spielen. Also das macht echt Spaß. Helden gegen Schurken. Und dann auch auf so einer geilen Map. Boah, Leute. Aber der Spielmodi dauert ein wenig. Deswegen beende ich jetzt hier einfach nochmal. Und dann zeige ich euch noch einmal Jagd. Ganz schnell. Und dann Bewertungen dann noch eben hinten dran.
Und ich stelle, diese Map einfach mal gleich mit Abrigato Rare. So heißt nämlich die Map. Die Naboo. Der kleine Naboo-Fake. So, und ich kann jetzt hier aussuchen, das ist jetzt Jagd einmal zwischen Wampa und zwischen Rebellen. Ich glaube, die haben nur die Panzerfaust-Truppe, damit die uns schneller down kriegen. Ich nehme jetzt einfach mal, weil ich auch so mal so cool bin, nehmen wir mal die Wampas. Hier schön in Kackbraun. Das passt auch voll irgendwie. Die können sich dann so ein bisschen auch tarnen. Und das Fell, das steht ihnen irgendwie voll. So die normalen weißen Wampa. Das hätte nicht gepasst, Leute. Das hätte nicht gepasst. Das ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ich sag doch, ne? Also die Map, boah, die ist so umfangreich. Die hat Jagd, die hat Angriff. Ja, hier ist ein Chewbacca. Also die haben einmal Chewie und einmal eine Panzerfaust-Truppe oder was. Wie verstehe ich das? Oder sind das nur Chewbaccas? Nee, kann ja auch nicht sein. Nee, ich wollte gerade sagen, eine Panzerfaust-Truppe und Chewbacca haben die. Haha. Tja, ihr könnt mir gar nichts hier. Los, Freunde. Stürmt. Streckt sie nieder. Streckt sie nieder. So, und in der Zeit kann ich ja schon heute mit der Bewertung anfangen. Und die fasse ich jetzt echt mal extrem kurz, weil ich sehe keine Mängel an der Map. Ich finde, die ist einfach perfekt. Einer der besten Maps, die ich bis jetzt gespielt habe. Deswegen stelle ich auch gleich mit meiner Lieblingsmap, wo ich auch fast über 10 von 10 Punkte gegeben habe. Also Bewertung. Das Design ist mega einzigartig, mega geil. Oh, hier war ich auch noch nicht. Mensch. Alter, wie krass das ist. Ja, Mist, da wollte ich jetzt unbedingt mal hingehen. Ja, wir sind unterirdisch und hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist unglaublich, das ist so verzwickt. Und in jedem Raum gibt es echt immer was anderes zu sehen. Und ich finde, ja, so diese Einrichtung, die habe ich bis jetzt noch nirgendwo anders gesehen. Und deswegen ist die Map auch so einzigartig und es könnte eine Originalmap sein, ne? Könnte man mal annehmen. So. Ja, was machen die für Geräusche? Die Wampas, das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen, gibt's beim Design von mir 10 von 10 Punkten. Die Idee ist, wie gesagt, ist mega geil. Habe ich noch nie nirgendwo anders gesehen. So unterirdisch und alles und so. Mit den verschiedenen Räumen sind alle mega geil aus. Alle mega einzigartig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch mit den ganzen Spielmodi. Da gibt es auch 10 von 10 Punkten von mir bei der Idee. Weil ich einfach so richtig geil und gut finde. Ja, und Spielspaß. Man kann sich, glaube ich, schon denken, ne? Es macht unglaublich viel Bock. Einfach weil ich die Map auch so geil finde. Dann die viele verschiedenen Spielmodi. Man kann immer was Neues machen. Immer was Neues spielen. Die Map ist so geil. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr wirklich viel zu sagen drüber. Ich finde die Map einfach so gut gemacht. Und es macht einfach so viel Spaß, hier drauf zu spielen. Leute, die sind ja klein. Ich dachte, die wären mal größer. Ist wohl Chewbacca so riesig, wa? Ja. Mir fehlen die Worte. Die Map ist so gut gemacht worden. Und ja. Deswegen bei Spielspaß gebe ich der Map auch ganz klar 10 von 10 Punkte kriegt die von mir. Ja, und damit ist das wieder mal eine Map, ja, die top bewertet ist.
Aber ich kann doch nicht anders. Ich kann da keine Minuspunkte dran sehen. Ich sehe jetzt nichts Schlechtes an der Map. Dafür ist sie einfach zu einzigartig. Und anders. Als andere Maps. Da gibt es auch dann Mängel und so. Hier finde ich keine Mängel. Ich finde die halt einfach mega gut. Ja, das war jetzt meine Bewertung, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch alles gezeigt, was es hier soweit auf der Map gab. Ich habe immer noch längst nicht alle Räume erkundet, habe ich das Gefühl, weil ich habe eben gerade wieder neue gesehen mit der Plantage und so. Sieht optisch wirklich alles mega gut aus. Passt wie die Faust aufs Auge, ne? Ja, gut, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Das war mal wieder eine Folge Star Wars Battlefront Custom Maps mit einer sehr, sehr geilen Map. Einer meiner bis jetzt, ja, fast Lieblingsmaps. Und Leute, das Teil habe ich auch noch nie gesehen hier. Ich habe das immer schreien gehört, aber dass hier unter so ein Vieh ist, Leute, soll das das darstellen? Das habe ich letztes Mal noch nicht gesehen, ne? Was tungelt denn das jetzt hier rum? Hilft uns das? Das finde ich ja auch geil, lol. Immer für Überraschungen offen, die Map, ne? Ja gut, Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Haut rein, tschüss.